Mit schwersten Verletzungen musste ein 32-jähriger Kirchheimer nach einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen unterhalb der Weilersteige ereignet hat, ins Krankenhaus gebracht werden. Der Kirchheimer war gegen 8.30 Uhr mit seinem 40-Tonnen-Gliederzug auf der Weilersteige von Erkenbrechtsweiler bergabwärts unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache verlor er am Ende der Steige die Kontrolle über sein tonnenschweres Gespann und schleuderte nahezu ungebremst über die L1210 in die gegenüberliegende Böschung. Lastwagen und Anhänger überschlugen sich mehrmals, wobei der Drehscheme des Anhängers abriss und beide Fahrzeuge mehrere Meter voneinander getrennt seitlich liegend zum Stillstand kam. Beide Tankaufbauten wurden so schwer beschädigt, dass die Ladung bestehend aus Flusswasser auslief. Eine Umweltverunreinigung entstand nicht. Michael Wucherer, Einsatzleiter Rettungsdienst vom Landkreis Esslingen, schilderte uns die Maßnahmen. Uns wurde ein Unfall gemeldet zwischen den Ortschaften Beuren und Auen. Dort ist ein LKW eine Böschung hinuntergestürzt, wobei der Fahrer lebensgefährlich verletzt wurde. In der Alarmierung war gemeldet, dass eine Person im Fahrzeug eingeklemmt sei. Zudem gab es eine Meldung, dass es sich um einen Gefahrgutunfall handelt. Wir sind vom Rettungsdienst mit einem Notarzt und zwei Rettungswagen sowie der Einsatzleitung ausgerückt. Vor Ort haben wir den LKW-Fahrer vorgefunden. Er wurde zwischenzeitlich von Unfallzeugen aus dem Fahrzeug befreit. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde ein Rettungshubschrauber in die Einsatzstelle gerufen und der Patient danach der Versorgung durch unsere Kräfte an die Crew übergeben und in einen Schockraum nach Stuttgart geflogen. Spezialisten der Verkehrspolizei haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Mit dem Einsatz waren die Feuerwehren Beuren und Nürtingen mit 6 Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften. Der Sachschaden wird laut der Polizei auf knapp 40.000 Euro beziffert.